Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich heute zum Vlog. Heute ist der 9.1. und heute haben wir einen Tag nach dem errechneten Geburtstermin. Es schaut aber aktuell so aus, als würde der kleine Mann kommen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich habe schon jetzt einige stärkere Wehen gehabt. Jetzt hat er aktuell Schluck auf. Und ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber jetzt habe ich schon ein paar Wehen gehabt, die schon ein bisschen sich gewaltiger angefühlt haben. Ich bin mir nicht so sicher. Aber ich merke die Unruhe ein bisschen in meinem Körper. Und vielleicht ist es ja wirklich so weit, dass es bald losgeht. Ich werde jetzt gleich duschen gehen und mich fertig machen, weil ich möchte nicht zu lange jetzt herumtrödeln. Beim fünften Kind kann es ja schneller losgehen mit den Presswehen und so. Vor allem die Ärztin hat auch zu mir gesagt, also alle Ärzte, die mich bisher untersucht haben, haben gesagt, wenn sie zu Hause Wehen spüren, bitte kommen sie sofort. Weil meine Geburten von den Kindern ja auch immer schneller losgingen. Also Lara zum Beispiel kam in 4 Stunden, also von der allerersten Wehe bis zur letzten Presswehe, wo sie dann draußen war, 4 Stunden. Die Luise sogar 2. Und ja, deswegen mal schauen. Ja, wir haben das jetzt so eingeplant. Ich gehe jetzt schnell duschen. Der Papa kommt ins Büro und schneidet das Video für heute. Also ganz auf entspannt. Ja, mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden, meine Lieben. Also geh mal duschen und dann sage ich euch, wie es weitergeht. Hallo meine Lieben, auch von mir. Ja, ich bin jetzt in unserem Waschraum. Die Mama ist oben unter der Dusche und ich habe mir überlegt, solange die Mama duscht, gehe ich nochmal geschwind eine Runde im Waschraum und schalte mal die Waschmaschine ein. Denn bei uns, wenn es nicht täglich oder zumindest alle 2 Tage gewaschen wird, da kann schon ein Berg steigen. Also das haben wir so viele Wäsche, die kommt es gar nicht mehr nach. Deswegen schnell geschwind, bevor die Mama rauskommt und wer weiß, was sich noch entscheidet, Spital oder nicht Spital. Ich sehe mich jetzt ab, schmeiße schnell eine Waschmaschine und dann kann man ins Spital fahren. Also, ich habe jetzt geduscht. Schneidet Video. Moment mal. Also, ich habe geduscht, habe Haare gewaschen, geföhnt, habe mich angezogen, wie ihr sehen könnt. Und es ist jetzt ruhiger geworden. Es ist ein bisschen ernüchternd. Jetzt weiß ich nicht, geht heute noch was oder geht heute nichts mehr? Aber was denkst du? Heute Abend oder morgen in der Früh. Das ist dein Standardbruch. Also es ist natürlich schon ein Unterschied. Ich merke schon einen leichten Druck im Bauch. Das ist also, der Bauch ist ständig hart, aber es ist halt so zu schwach noch, dass wir jetzt losfahren müssten. Die Mama will losfahren, wenn das Baby schön draußen schaut. Mama, Mama, ich bin da oder nicht? Natürlich nicht, aber jetzt ist es so früh, und da oder? Da muss ich fahren wie ein Wahnsinniger. Ich glaube, ich kriege das Kind dann am Lenkrad. Oh, ist noch da. Der Papa übertreibt. So schlimm ist gar nicht. Doch, für mich schon. Ja, keine Ahnung, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich will jetzt auch nicht zu früh ins Krankenhaus fahren und dann schicken die mich wieder nach Hause. Auf der einen Seite habe ich auch Angst, dass durch das, dass es das fünfte ist, ist doch, was machst du jetzt mit dem? Bestellungen. Was, Bestellungen? Bist du mit dem Video schon fertig? Nein, aber wenn du hier laberst, wie soll ich machen? Achso. Ja, der Papa ist super fleißig, wie ihr seht, hat da Pakete fertig gemacht. Von gestern Nachmittag sind die Bestellungen reingekommen. Dann schneidet er jetzt das Video. Ich habe jetzt mit den Kindern auch noch einen kleinen Snack gegessen. Ja, es bleibt spannend.
Ich fühle aber eine innere Unruhe. Was ist das mal? Glaubst du? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Auf einer Seite. Du bist nicht auf. Ich gehe vielleicht Wäsche falten. Das wäre was Produktives. Anstatt so blöd herumzusitzen und nichts zu machen. Oder? Schatzi. Fenster putzen. So was macht man im Frühling, oder? Oder über den Teil. Ja. Ich halte mich auf dem Laufenden, ich weiß nicht, bin jetzt kann ich noch gar nichts dazu sagen, es ist verwirrend. Jetzt in Runde 2 bei Wäsche. Wir bügeln, also ich bügle und der Papa macht Socken. Und es ist immer noch sehr ruhig. Also, ja, mein Papa ist schon müde. Die Lara ist schon müde. Die Lara auch schon müde. Die Luisa ist auch müde. Die Kinder spielen hier, die Luisa hat hier. Mama ist auch müde. Ja, gehen wir schlafen. Luisa, aber räumst du mal das Plastilin wieder weg? Warum? Ja, gute Frage. Was ist das? Warum denn? Die Luisa hat das Lila so richtig schön zerbröselt. Und sie war, ich hatte auch, dass sie ein Kekkelchen machen. Mhm. Ja. Mama! Mama, warte. Also der Papa hat eine, wahrscheinlich so eine coole Sendung. Ja, mein Schatz. Sorry, Papa. Also, meine Lieben, wir schauen weiter unsere TV-Sendung. Es ist Musik drauf, ich bügle weiter. Und ja, mal schauen. Ich werde euch natürlich updaten, aber ich glaube, heute wird nichts mehr mit Bibi. Hallo, meine Lieben. Oder haben wir uns schon mal heute gesehen? Ich glaube schon, oder? In der Früh. Also, auf alle Fälle, ich bin jetzt in der Küche wieder für den Kampf vorbereitet. Ich werde jetzt Abendessen vorbereiten. Heute gibt es nur Grünzeug. Und zwar, wir werden einen Salat machen mit Tomaten, Gurke und mit Feta-Käse. Und die Hunde warten auch hier ganz gespannt. Die hoffen, dass die auch was von mir kriegen. Aber das, was ich im Schüssel habe, essen sie nicht. Ich versuche mal. Sophie. Nicht zum Essen. Nicht so lecker wie immer. Also, wie ich vermutet habe, die Hunde mögen keinen Salat. Ja, es hat schon mal öfter Fleisch gegeben, aber wie gesagt habe, heute gibt es nur Grünzeug. Thank you.
meine Lieben, und der Salat ist fertig. Schaut sehr appetitlich aus, wie man sieht. Was ist? Und die Mama nervt mit ihrem Wasser hier. Ja, Entschuldigung, ich muss die Pflanzen gießen. Oh, das ist deine, oder? Ja. Hey, meine Lieben, wir haben uns gar nicht mehr gemeldet. Ich bin jetzt schon fast eingeschlafen. Ich bin jetzt eigentlich nur mal kurz aufgestanden, Wasser zu trinken. Und habe mich daran erinnert, dass wir nicht mehr Tschüss gesagt haben. Ja, Baby ist noch im Bauch. Mag noch nicht raus. War heute ein Fehlalarm. Und er macht es auf jeden Fall spannend, wie ihr sehen könnt. Ja, wollte mich in jedem Fall vom Blog verabschieden. Wir sehen uns dann morgen. Mal schauen, wie es weitergeht mit unserem Kleinen, der noch nicht raus will. Na gut, tschüss.